Es war einsam, musste aber genau nachdenken, welche Güter er aus dem sinkenden Wrack herausholen musste. Und Descartes konnte das seine existenzbeweisende Denken, cogito ergo sum, sehr wohl auch in der Einsamkeit abhalten. Vielleicht sollten wir den Satz als ein Zen-Koan betrachten, eine Aussage, die gerade wegen ihrer inneren Widersprüchlichkeit uns selbst außerhalb der gewohnten Bahnen denken lassen soll. In diesem Sinne wollen wir einerseits das Denken zum Nachdenken verschärfen, andererseits die Einsamkeit nicht räumlich verstehen. Man kann emotionell einsam sein, ohne räumlich allein zu sein. Durch Nachdenken können wir zum Beispiel herausfinden, wie wir unsere Kommunikation mit anderen Menschen verbessern oder dazu geeignete Partner finden. Durch Nachdenken können wir Menschen identifizieren, die in einer ähnlichen Situation wie wir lebten oder leben, die wir sozusagen als geistige Partner betrachten, und lernen, wie sie ihre Situation meistern oder meisterten. Schließlich ist auch das Nachdenken über sich selbst, die Kommunikation mit dem eigenen Ich sozusagen, eine Tätigkeit, die uns weniger einsam werden lässt. Ich möchte aber, dass dieses Koan uns noch einen anderen Denkanstoß gibt, der zu den Naturwissenschaften und zur Mathematik führt. Das sind also Gebiete, die durch meine Ausbildung, die der Peter so freundlich war zu erwähnen, wesentlich geprägt haben. Hier stelle ich die These auf, dass unser Wissen in diesen Disziplinen eine kollektive Errungenschaft der Menschheit ist. Forscher sind bei ihrer Arbeit, bei ihrem Nachdenken nie einsam. Das Genie, das in der Einsamkeit seiner Studierstube oder seines Laboratoriums ohne Kontakt mit anderen Kollegen ihnen in seinen Forschungen weit vorauseilt und völlig unerkannte Gebiete öffnet, dieses Genie ist selten, wenn überhaupt existent, auch wenn es in der Vorstellung der Allgemeinheit weitgehend präsent ist. Zunächst befindet sich der Wissenschaftler beim Nachdenken in der Gesellschaft seiner Vorgänger. Man könnte sagen, dass er ihre Gedanken nachdenkt. Newton sagte schon, dass er deswegen so weit sehen könne, weil er auf den Schultern von Riesen stünde. Aber schon zu seiner Zeit standen die großen Wissenschaftler in reger Korrespondenz miteinander. Ich denke an die Korrespondenz zwischen Pascal und Fermat und Newton und Leibniz ebenfalls. Und in das 18. Jahrhundert brachte dann die großen wissenschaftlichen Akademien, die ebenfalls die Kommunikation in der Wissenschaft weiter vertieften und verbesserten. Im 20. Jahrhundert war die Quantenmechanik das Resultat gemeinsamen Nachdenkens, meistens an der Universität Göttingen, wo also Forscher wie Heisenberg, Born, Pauli, Dirac und dann auch Schrödinger gemeinsam nachdachten. Schließlich kamen die großen Forschungsprojekte des 20. Jahrhunderts, wie die Experimente an Teilchenbeschleunigern wie CERN und der Fermilab, oder Analysen des menschlichen Genoms und last but not least und leider in der Allgemeinheit weithin unbekannt, die in der Mathematik die Klassifizierung aller ähnlichen einfachen Gruppen, ohne dass ich mich jetzt darüber auslassen möchte, was das ist. Meiner Meinung nach ist es vergleichbar mit einer zivilisatorischen Leistung wie Notre Dame oder den Pyramiden oder dem Parthenon. Aber an allen diesen waren Dutzende Forscher durch längere Zeit hin in ständigen gemeinsamen Nachdenken beteiligt. Zur Frage, worüber wir heute gemeinsam nachdenken sollen, möchte ich mich ebenfalls auf das Gebiet der Naturwissenschaften beschränken, um nicht meinen Kolleginnen und Kollegen ins Handwerk zu pfuschen. Denken wir uns dazu ins 19. Jahrhundert zurück, als die einzelnen Wissenschaften, Physik, Chemie, Geologie, Biologie, Astronomie und die damals gerade erst beginnende Psychologie sozusagen getrennte Inseln in einem großen Meer des Unbekannten waren und nach damaliger Aussicht grundverschiedene Phänomene behandelten. Dem Lebenden war angeblich ein Elan Vital grundlegend,
wie Bergson es sagte, der sich nicht auf unbelegte Mechanismen zurückführen lasse. Heute sind wir einer Einheit der Naturwissenschaften recht nahe. Zwischen Chemie, Physik, Geologie und Astronomie sind die Grenzen verschwunden. Und Biochemie und Molekularbiologie schließen die Lücke, gemeinsam schließen die Lücke zur Biologie. Biochemie und Molekularbiologie. Zentrale Themen unseres Nachdenkens sollten also dazu sein, endgültige Brücken zwischen diesen Inseln zu bilden. Innerhalb der Physik wäre also so eine Brücke zwischen der Gravitation, dem kosmologischen und der Quantentheorie im mikroskopischen zu schlagen. In der Biologie sollten wir von der Studie des Genoms, der Analyse der DNA-Sequenzen, zum Verständnis des Proteoms, das Zusammenwirken der Genomprodukte bei Bau und Unterhaltung lebender Organismen fortschreiten. Schließlich bleibt uns noch ein sehr weiter Meeresarm zu überbrücken, jener zwischen Neurophysiologie und Psychologie, also ein Verständnis des menschlichen Bewusstseins auf biologischer Grundlage. Aber darüber, so fürchte ich, werden wir noch einige Zeit gemeinsam nachdenken müssen.